Leute, einige von euch haben sich einen Kleiderschrank-Tag gewünscht und da dachte ich, das drehe ich doch mal für euch ab. Ich werde das Ganze ein bisschen kreativer gestalten und zwar werde ich mir meine ganzen Lieblingsteile raussuchen, da ein paar Outfits für euch zusammenstellen und dann werdet ihr sehen, was so meine Favorite Outfits aus meinem ganzen Kleiderschrank sind und das nenne ich dann einfach mal Kleiderschrank-Tag. Ja, da will ich auch gar nicht mehr lange rumlabern. Los geht's! Schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt erstmal als Erklärung, warum so lange kein Video kam. Ich bin zurzeit in der 13. Klasse, letztes Jahr des beruflichen Abiturs, beruflichen Gymnasiums, wenn man das so sagen darf. Und ja, jetzt ist ziemlich viel Schulstress. Ich komme eigentlich gar nicht mehr zu irgendwas in meiner Freizeit, also überhaupt nicht mehr. Und deswegen bin ich froh, wenn ich vielleicht ab und zu mal ein Video drehen kann, was dann aber irgendwie doch nur in den Ferien möglich ist. Und naja, Schule geht erstmal vor, deswegen probiere ich in den Ferien jetzt so viele mögliche Videos vorzuproduzieren, wie es nur geht, dass ich euch auch weiterhin mit Videomaterial versorgen kann. Und da das jetzt so schön in das Video passt, warum soll ich es nicht mal sagen? Ich bin jetzt wieder aktiv auf Kleiderkreisel unterwegs, heiße da @steffi_versatile und stelle da auch immer, wenn ich mal ausmiste, meine neuen Klamotten hoch. Und ja, da könnt ihr doch mal vorbeischauen, falls euch was gefällt. Vielleicht findet ihr ja was, man weiß es nicht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!